Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich bin Nika von Nikas Lesewahnsinn und habe für euch heute einen Einblick in ein Lesevideo von mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir legen los und ich nehme euch einmal mit in dieses grandiose Buch. Ich kann euch sagen, ich hatte am Anfang unglaubliche Gänsehaut und hab echt geschluckt und habe gesagt, puh, dieser Anfang ist Wahnsinn und es zeigt aber auch, wie gut Alexandra ist. Ich will euch gar nichts vorwegnehmen, ich nehme euch mit, ihr müsst es erleben. Vielleicht habt ihr das gleiche Gefühl wie ich. Wir können darüber im Nachgang quatschen, deswegen, wenn ihr irgendwas habt, haut raus. Ja, einmal zum Cover. Ups, da war mein Finger wieder zu dick. Es geht heute um Alexandra Mazar, ihr Buch Der Duft von Orangenblüten. Ich kann euch sagen, ich mag das Cover unglaublich gern. Die Ornamente, der dunkle Hintergrund, die Ornamente sind in so einem ganz dezenten Beige-Ton mit der Sonne, mit den Sternen, mit diesen... Ja, es hat alles eine Bedeutung. Das kann ich euch sagen, es hat alles eine Bedeutung. Und ich mag das Cover unglaublich gerne. Ich bin auch sofort geblieben, als ich es gesehen habe, weil es mich einfach so... Weil es so anders, so einfach besonders ist. So kann man sich's vorstellen. Es ist nichts irgendwie mit Nebel und Person. Es ist schwarz mit Ornamenten, die eine Bedeutung haben. Widmung für meine Mutter, die ein Wunderkind ist. Eine schöne Widmung, wie ich finde. Für Rose. Was ist alles? Alles Wasser in alle Ozean sind doch nur viele Tropfen. Was ist alles? Alle Sonnen, aller Universen sind doch nur viele Sterne. Was ist alles? Jeder Atemzug von dir ist mir alles, so wie du einfach viel bist, mehr bist, alles bist. Für mich, Alexander. Prolog. Ich denke an die Sierra Nevada, an die zerklüfteten Gipfel, die im April vom Schnee bedeckt in ihrer kargen Schönheit verborgen liegen. Wenn die Sonne das weiße Kleid der Berge zum Glitzern bringt, flüstern die Märchen der Vergangenheit in mein Ohr. Unversehrt ist diese Schönheit kalt und unberührt, so perfekt, dass ich die Augen schließen will, und doch ist es mir nicht möglich. Ich kann mich nicht belügen. Fast hasse ich den Schnee, der die Landschaft im bleichen Frieden taucht, trügerisch in seiner Perfektion. Ich warte auf die wilde Wirklichkeit des Sommers, unverhüllt, bizarre Formen, strahlende Gipfelketten, harter Stein zerklüftet, unmöglich zu erklimmen und das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe den Gipfel der Sierra alles erzählt. Die Lügen ließ ich dort. Der nächste Winter wird seinen Mantel darüber legen und sie werden ins Vergessen hinabsinken, wie es das Schicksal aller Lügen sein sollte. Meine Tränen nahm ich mit. Hüte und liebe sie, wie es das Schicksal meiner Tränen sein wird. Denn ich habe sie aus einem Grund geweint, der mein Geheimnis sein soll. Ich bin erfüllt von dem Geruch der Sierra. Ich kann mich an jeden Augenblick erinnern. Die morgendliche Frische, das nasse Gras, noch schwer bedeckt vom Tau, die leichte Süße der Kräuter, die eine sanfte Brise vor sich herträgt. Später am Tag, wenn die Hitze den Tau verschlungen und den Boden getrocknet hat, rieche ich die dunkelrote Erde, gefüllt mit Leben und mit Tod, dann die Nacht. Die Sierra gibt her, was sie an Düften am Tag gefangen hat, und ich stehe unter einem funkelnden Sonnenhimmel, lasse den Duft in mich strömen, bewahre etwas davon bei mir. Ich denke an die Sierra Nevada, die so viel mehr ist und immer bleiben wird, denn ich bin ein Teil von ihr und sie bleibt ein Teil von mir. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Davor. Kapitel 1. Die meisten Menschen sterben zwischen 3 und 5 Uhr morgens. Während dieser Zeit befindet sich der Körper in einer Regenerationsphase. Der Herzschlag verlangsamt sich, die Funktionen der Organe sind reduziert. Der unsichtbare Schutzschild ist gesenkt. Unser Organismus verweilt im Überlebensmodus, arbeitet auf Sparflamme, ist angreifbarer und verletzlicher.
Ich arbeite seit 15 Jahren als Krankenschwester, davon 3 Jahre im Nachtdienst, hier im Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt. Und ich habe oft erlebt, dass sich der Tod vor allem in dieser Zeit genommen hat, was wehrlos war. Während dieser 2 Stunden, zwischen 3 und 5 Uhr morgens, bin ich unruhiger, patrouilliere in kürzeren Abständen durch die Gänge und suche in den halbdunklen Nischen des alten Gebäudes nach einem verborgenen Schatten, den ich zu vertreiben bereit bin. Selbstverständlich weiß ich es besser, doch nachts verschwimmt die Realität und vermischt sich mit der Stille und meinen Erinnerungen zu einer anderen Wahrheit. Jetzt ist es 5 Uhr, der letzte Kontrollgang. In einer Stunde werde ich von meinen Kollegen der Tagschicht abgelöst. Zu Hause erwartet mich ein Frühstück mit meinem Mann und danach ein weiches Bett, welches derselbe vielleicht für eine Stunde mit mir teilen wird. Aber noch bin ich hier. Meine Patientin liegt mir besonders am Herzen. Emilia Rose, die alte Dame mit einem Namen, der mich an den flüchtigen süßen Duft dunkelroter Rosen erinnert. Sie wurde bewusstlos zu Hause aufgefunden. Eine Nachbarin war aufgefallen, dass die Jalousien in Frau Roses Wohnung seit Tagen geschlossen waren. Deshalb hatte sie die Polizei alarmiert. Vor 2 Tagen wurde Emilia Rose bei uns eingeliefert, dehydriert, abgemagert, mit schwachen Herzen und kaum noch Leben in ihr. »Schätzchen«, hatte sie in der ersten Nacht unserer Bekanntschaft in mein Ohr geflüstert und meine Hand dabei erstaunlich stark gedrückt. »Schätzchen, mir geht es gut. Es ist alles so, wie es sein soll.« Sie lächelte mich an. »Wie schön Sie sind.« Ihre Finger strichen über meine langen roten Haare und tätschelten mein Gesicht. Normalerweise mag ich es nicht, angefasst zu werden, doch einem Impuls folgend schmiegte ich meine Wange in die Mulde ihrer Hand. Mir war, als würde ich sie kennen, sie und ihr Schicksal. »Frau Rose, es geht Ihnen wieder besser nach Ihrem Schwächeanfall, doch Sie müssen auf sich aufpassen.« Ich setzte mich an ihr Bett und nahm ihre schmale Hand in meine. Die Haut war dünn wie Pergament, ihre Finger verkrümmt wie die Krallen eines Vogels. Frau Rose rührte mich, scheinbar zart und zerbrechlich, doch ihre Augen erzählten eine andere Geschichte. »Leben Sie allein? Gibt es jemanden, der sich um Sie kümmert?« Ich fuhr mit den Fingerspitzen vorsichtig über ihre Hand und fühlte den Puls unter der Pergamentpapierhaut flattern wie ein Schmetterling. »Mein Mann hat sich um mich gekümmert und ich mich um ihn. Mein Alexander ist vor 6 Monaten gestorben.« Ihr Blick verlor sich in der Ferne. »Es waren 70 Jahre, Schätzchen. Ich dachte, dass ich vor ihm gehen würde, verstehen Sie?« Sprachlos nickte ich. Eine unfassbar lange Zeit. 70 Jahre. Ein ganzes Leben. »Bitte geben Sie nicht auf.« Traurig legte ich Frau Rose die Sauerstoffmaske an. Sie ließ es geschehen. Die Enttäuschung in ihrem Blick schmerzte mich. Ich hatte das Gefühl, etwas Falsches zu tun. Paul und ich waren seit 5 Jahren verheiratet und schon die Ausnahme in unserem Freundeskreis. 70 Jahre, mein Gott! Wie funktioniert das nur? Ich sah auf meine Hand mit dem Ehering, ein schlichter, schmuckloser Reif aus geklopftem Silber. Nachdenklich saß ich am Bett der alten Dame, lauschte ihrem Atem, der tiefer wurde, kontrollierte zum x-ten Mal die Infusion. Tropfen für Tropfen nahm Frau Roses zierlicher Körper die Flüssigkeit auf. Als ich sicher war, dass sie ruhig schlief, verließ ich das Zimmer und begann mit meiner Arbeit. Frau Roses Geschichte begleitete mich den Rest der Nacht und die folgenden Dienste. Auch heute saß ich an ihrem Bett und lauschte ihren Geschichten. Sie erzählte von Alexander, ihrem Ehemann. Er war Handwerker gewesen mit einer künstlerischen Ader. Gedichte, Kindchen, Gedichte, das waren meine Diamanten und Reise in unsere gemeinsame Seele. Alexanders Gedichte, er war so begabt und er hat mich so geliebt. Schon die Erwähnung seines Namens riss Frau Rose aus ihrer Lethargie und hauchte ihrem Körper Energie ein. Die beiden mussten sich sehr geliebt haben. Tränen stiegen in mir auf. Ich hätte gern mehr über das Leben und die Liebe der alten Dame erfahren, doch ihre Zeit lief ab. Trotz der Infusion und den Medikamenten verschlechterte sich ihr Zustand. Sie schien weniger zu werden, ihr Leuchten verglühte wie eine Sternschnuppe in der Nacht. Seit 4 Jahren war es das erste Mal, dass ich das Schicksal eines Patienten so nahe mich heranließ. Ich öffne leise die Zimmertür, will sie nicht wecken. Nicht heute Nacht, flüsterte ich in die Dämmerung. Falls dein Schatten hinter mir ist, ich warne dich, komm nicht näher und bleib weg. Dann betrete ich das Zimmer. Mein erster Gedanke ist, das Bett wirkt leer, denn ich kann sie zuerst nicht entdecken. Die zierliche alte Frau verschwindet fast unter der Decke. Nur ihr rotes, verschwitztes Gesicht hebt sich vom weißen Kissen ab.
Sie atmet schwer auf und sieht mich mit aufgerissenen Augen an. »Ich bin da«, sage ich schnell und stürze an ihre Seite. Sie bekommen schlecht Luft. Mit dem Sauerstoff wird es gleich besser, verspreche ich ihr und stelle das Kopfteil des Bettes in eine aufrechte Position. Obwohl sie sich sträubt, lege ich ihr die Sauerstoffmaske wieder an, die sie sich offensichtlich selbst abgenommen hat, und ermahne sie, tief Luft zu holen. Emilia Rose schüttelt den Kopf, möchte etwas sagen und nimmt die Maske ab. Ich habe Alexander gesehen. Er stand neben meinem Bett. Auf meinem Nacken kribbelt es und ich bin versucht zu sagen, dass sie geträumt hat und es diese Art von Traum ist, in der sich die größten Wünsche manifestieren. Eine Illusion. Doch ich schweige und streichele ihr Gesicht. Sie dürfen die Maske nicht abnehmen, auf keinen Fall. Vorsichtig befestige ich die Halterung und kontrolliere die Menge des Sauerstoffs. Ihre blauen Augen strahlen, sehen durch mich hindurch in eine Welt, die mit Alexander darin die einzige wertvolle ist und ich verstehe. Emilia Rosa hat die Tür in die Ewigkeit aufgestoßen, einen Blick hineingeworfen und kann es nicht erwarten, endlich hindurchzugehen. Ich bleibe an ihrer Seite sitzen und halte ihre Hand, bis sie eingeschlafen ist. Ihre Vitalwerte sind in Ordnung, sie atmet gleichmäßig. Ein Lächeln umspielt ihre Lippen, unendliche Ruhe geht von ihr aus und überträgt sich auf mich. Ist das Liebe? Ich denke an Paul, meinen Mann, seine kräftige Statur, seine Haare, die stets etwas zu lang in seiner hohen Stirn fallen und sein Gesicht einen jungenhaften, legeren Ausdruck verleihen. Doch das täuscht und in meinem Bauch kribbelt es, wenn ich daran denke. Er ist ein Mann, der weiß, was er in seinem Leben erreichen möchte. Ein Alpha-Tier. Natürlich, sonst wäre er immer noch in Anstellung und hätte kein gut gehendes Architekturbüro. Sehnsucht nach ihm und seiner Stärke überfällt mich. Wann habe ich ihm das letzte Mal gesagt, dass ich ihn liebe? Wie selbstverständlich ist er für mich? Frau Rose schläft tief. Ich sehe auf meine Uhr. Es wird Zeit, mein Dienst ist in 30 Minuten zu Ende. Vorsichtig, um die Träumende nicht zu wecken, gehe ich aus dem Zimmer, obwohl ich glaube, dass es keine Rolle spielt, ob ich laut oder leise bin. Frau Rose ist da, wo sie lächeln kann. Die Übergabe an den Tagdienst dauert heute etwas länger. Wir besprechen Patient für Patient die relevanten Informationen an meine Kollegen weiter. Obwohl es nicht wesentlich ist, erzähle ich über Frau Rose und diese 70 Jahre Ehe. Mit dir könnte ich mir auch vorstellen, so lange zusammen zu sein. Mein Lieblingskollege und Dauerflirt Ben zwinkert übertrieben in meine Richtung. Diese roten, langen Haare. Du weißt doch, was man über rothaarige Frauen sagt. Er grinst mich an. Ja, weiß ich. Besonders große Frauen mit dunkelroten Haaren. Und weißt du was? Es ist alles wahr. Ben fasst sich übertrieben an sein Herz und schüttelt seine dunklen Dreadlocks. Was tust du mir an? Heirate mich! Ich muss lachen. Ben und ich kennen uns seit 10 Jahren. Er war der begehrteste Junggeselle auf meiner Hochzeit. Er ist ein Sonnenschein und guter Freund. Das nächste Mal heirate ich dich, versprochen. Lächelnd tauche ich ihm einen Kuss auf die Wange, dann tausche ich meine Arbeitskleidung gegen Jeans, Pulli, Winterjacke, Mütze und Schal. Geschützt gegen das nasskalte Januarwetter trete ich ins Freie und atme tief ein. Es ist so kalt, dass meine Nasenlöcher schmerzen. Ich hauche meine Hände und reibe über mein kaltes Gesicht. Obwohl es erst früh am Morgen ist, herrscht auf den Straßen ein reges Treiben und die Laune der gestressten Autofahrer ist wie üblich nicht. Energisches Hupen ist zu hören. Wolkenmassen türmen sich auf, bilden eine Wand aus Dunkelheit und Tristesse, schieben sich bedrohlich auf das Krankenhaus zu und animieren mich, die 20 Minuten bis zum Schweizer Platz zügigen Schrittes zurückzulegen. Es sieht nach Schnee aus oder vielmehr nach einem Schneesturm. Die ersten Flocken tanzen bereits vor meinem Gesicht. Zögerlich erst, dann wirbelt sie der kalte Wind umher. Ich ziehe den Schal fest an meinen Hals, bedecke Mund und Nase. Als ich am Schweizer Platz ankomme, fühle ich mich wie ein Eiszapfen. Es schneit nicht. Dieser Ausdruck impliziert Wärme, Kuschelzeit. Nein, es hagelt spitze Kristalle vom dunklen Himmel. Ich stemme mich gegen die schwere Haustür, stapfe die ausgetretenen Holztreppen in den zweiten Stock. Dort schließe ich die Tür auf, lasse meine Arbeit fallen wie einen schweren Rucksack und betrete meine Insel, mein privates Paradies, mit 4 Meter hohen Decken, glänzendem Parkett und komfortablen Möbeln. Kaffeeduft strömt mir verlockend entgegen und mit einem Mal ist alles vergessen. Tristesse. Paul steht in der offenen Küche und lächelt mir entgegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Komm her, du Arme.
Er küsst mich auf meine sicherlich knallrote Nasenspitze und nimmt mir Schal und Mütze ab. Möchtest du zuerst duschen oder gleich frühstücken? Eine Tasse Kaffee wäre schön. Ich springe schnell unter die Dusche. Paul nickt und drückt mich an sich. Er spürte, dass ich Ruhe brauche. Unser Badezimmer ist riesig. Paul wollte einen Wellnessbereich in unsere Wohnung integrieren und so fiel ein Pseudo-Kinderzimmer der Renovierung zum Opfer. Ich stelle mich vor den schrankgroßen Spiegel und öffne meinen Zopf. Ungebändigt falle meine Haare bis auf die Hüften und umrahmen mein blasses Gesicht wie ein Feuerkranz. Mit 35 müsste ich wohl frischer aussehen, aber die Nachtschichten hinterlassen Spuren. Sind das etwa Falten an meinen Augen? Ich ziehe an meine Haut und runze die Stirn, meine grauen Augen skeptisch. Paul betritt das Badezimmer und stellt summend eine Tasse Kaffee auf das Waschbecken. Sehe ich alt aus? Frage ich ihn. Er kommt näher und stellt sich hinter mich. Der Ausdruck seiner braunen Augen wird sanft. Uralt und wunderschön. Du weißt doch, ich finde reife Frauen einfach sexy. Wir grinsen uns im Spiegel an. Paul zieht mich an seine Brust und küsst meinen roten Schopf. Soll ich dir beim Ausziehen helfen? Bist du schon gebrechlich und benötigst Unterstützung? Vorsichtig löse ich mich aus seiner Umarmung. Nein, danke. Das geht gut allein. Die letzte Nacht im Krankenhaus war verwirrend genug. Ich habe Nähe zugelassen, was mich zutiefst erschüttert hat. Meine Gefühle sind seltsam und unbekannt. Deshalb muss ich heute zumindest körperlich nur für mich sein. Paul ist enttäuscht, ich weiß es. Aber er lässt sich nichts anmerken und geht aus dem Bad, nicht ohne vorher die Dusche anzustellen. Ich ziehe meine Kleidung aus und betrachte mich nackt im Spiegel. Uralt und wunderschön, das ist doch was. Ich habe die Figur einer Läuferin. Meine Beine sind trainiert, straff und schlank. Ich mag sie. Seufzend lege ich die Hand auf meinen Bauch, der irgendwann mal genauso straff war. Ich muss öfter laufen. Es dampft aus der Dusche. Sekunden später bin ich eingehüllt in den warmen Nebel und atme tief durch. Mein Ehemann hat irgendein Programm eingestellt, das meinem Körper gut tut. Das heiße Wasser prasselt auf meine verspannten Muskeln. Ein angenehmer Schmerz und ich muss mich fast zwingen, die Dusche zu verlassen. Paul wartet mit dem Frühstück und irgendwann muss er auch ins Büro und ich den Schlaf nachholen. 5 Minuten später sind meine Haare gebändigt und in ein Handtuch gewickelt. Ich sitze meinem Mann im Bademantel am Tisch gegenüber. Bleibt es heute Abend beim Kino? Ich schäle eine Orange. Der Duft, süß und herb zugleich, erfüllt den Raum. Ich liebe diesen Geruch. Paul überlegt, runzelt seine Stirn und wischt sich eine Strähne aus dem Gesicht. Er könnte auch zum Friseur gehen. Ich habe um 15 Uhr dieses Treffen mit den Investoren, du weißt schon, da geht es um wirklich viel Geld, doch ich sage mal ja. Wir können uns direkt beim Kino treffen, oder bist du zu müde? Paul und seine Investoren. Ich weiß, wie wichtig diese Besprechung für ihn ist. Das Projekt wäre gewaltig und für Paul der Sprung in die ganz große Architektenriege Frankfurts. Ist doch kein Problem, das Kino kann wirklich warten. Ich schlafe eine Runde, gehe dann laufen und wir treffen uns zu Hause oder wir gehen ein Happen essen. Ich richte mich nach dir. Die nächsten 5 Tage habe ich frei, also kein Stress. Das hast du dir verdient. War die Nacht schlimm? Nicht wirklich, aber kannst du dir vorstellen, 70 Jahre verheiratet zu sein? Du spielst auf diese Dame an, die so heißt wie eine Blume? Ja, Frau Rose. Sie trauert nicht. Sie bereitet sich vor, zu ihrem Mann hinüberzugehen. Paul schüttelt den Kopf und nippt an seinem Orangensaft. Das ist doch romantisch und nicht besonders außergewöhnlich. Nach solch einer langen Zeit des Zusammenlebens. Warum nimmt dich das so mit? Er wirft mir einen liebevollen Blick zu. Mein komplizierter Schatz, was geht nur in deinem Rotschopf vor? Das ist eine gute Frage. Ich rühre meine Tasse. Ich weiß es doch selbst nicht, woher diese Gefühle kommen. Naja, keine Ahnung, ich bin müde und werde erst mal schlafen. Du ziehst das Geschäft an Land und ich laufe meine Runde. Wir treffen uns zu Hause oder lieber im Schweizers? Das hört sich sehr gut an. Im Schweizers wäre mir lieber. Lauf doch ein bisschen später als sonst, dann wären wir gleichzeitig fertig. Ich nicke und muss gehen. Später laufen ist okay. Dunkel ist es so oder so. Paul steht auf und reicht mir die Hand. Dann komm, du gehörst ins Bett. Gegessen hast du übrigens wie ein Spatz. Schadet nichts. Paul verdreht die Augen, küsst meinen Hals und schubst mich sanft Richtung Schlafzimmertür. Schlaf gut, mein Schatz. Wenn sich etwas ändert, melde ich mich. Ansonsten 19 Uhr? Perfekt, ich liebe dich, murmel ich müde. Er schließt die Tür hinter sich und ich bin in einer anderen Welt. Unser Schlafzimmer ist mein Lieblingsraum und mit viel Leidenschaft von Paul geplant und möbliert worden. Ein Ort der Ruhe, eine Insel aus Sand und Brauntönen, die harmonisch aufeinander. Meine nackten Füße stehen auf einem dicken, flauschigen Teppich. Barfuß zu gehen erdet mich und mein Gedankenkarussell stoppt, sobald ich den weichen Untergrund spüren kann. Der Bademantel fällt zu Boden. Dort kann er auch bleiben, bis ich wieder aufstehe.
Ich schlüpfe nackt ins Bett, ziehe die große, schwere Decke über meinen Körper und drehe mich zum Fenster. Es gibt weder Vorhänge noch Jalousien vor den Fensters. Ich mag es, vom Licht geweckt zu werden. Und auch nach einem Nachtdienst kann ich ohne Probleme bei Helligkeit schlafen. Draußen wirbeln die Flocken nach wie vor vom Wind getrieben. Ich beobachte ihren Tanz und genieße das wohlige Gefühl zu wissen, im warmen Bett zu liegen. Heute muss ich nicht zur Arbeit und mit den anderen Massen gestresster Menschen durch die Straßen hetzen. Ich liege in meiner Oase und beobachte das Fallen der Schneeflocken. Ich jogge gerne im Schnee. Der Winter hat mich noch nie vom Laufen abgehalten. Leider schneit es selten in Frankfurt, doch vielleicht habe ich heute Glück. Meine Augen werden schwerer, die Müdigkeit lässt meinen Körper schweben. Ich wehre mich noch. So schön ist das Gefühl der Hingabe an dem Schlaf, weggetragen zu werden in den Traum. Bevor ich meine Augen schließe, sehe ich noch Frau Roses leuchtenden blauen Augen und ihre Stimme, die flüstert, 70 Jahre, Schätzchen, ein ganzes Leben. Kapitel 2. Wie immer erwache ich auf dem Bauch liegend und ohne Decke. Liegt Paul nicht neben mir, wandere ich, während ich schlafe, von einer Seite zur anderen. Jetzt ist mein Körper ausgekühlt und ich krieche zurück unter die wärmende Bettdecke. Die Uhr auf meinem Nachtkästchen zeigt 15 Uhr. Es schneit nicht mehr. Der Himmel sieht allerdings so aus, als hätte er noch Schneeflocken abzugeben. In Gedanken rufe ich meine Liste auf. Was habe ich alles zu tun? Mein Wort des Tages fällt mir ein und es passt einfach so gut. Zeit vergessen. Ich rolle mich auf den Rücken, nehme mein Notizbuch zur Hand, das immer griffbereit neben mir am Bett liegt und schlage es auf. Mein Gekritze, Seite für Seite gefüllt mit Wörtern, Anmerkungen und kleinen Geschichten. Mein ganz eigenes spezielles Worte, die mich glücklich machen Buch. Ich blättere zu einer leeren Seite und trage Zeit vergessen ein. Das Datum und die Uhrzeit schreibe ich dazu. Verschwenderisch lese ich noch und Kamille. Das letzte Wort brachte mir Paul mit und freute sich so darüber, als ich es in meinem Buch geschrieben habe. Nur besonders schöne Worte schreibe ich hinein, unbekannte Ausdrücke, seltene Kompositionen, die sich mir erst beim Nachdenken vollends erschließen. Meine Zähne sind immer noch kalt. Ich wickle die Füße und ziehe sie unter mein Kinn. Es ist so leise im Zimmer. Die restliche Welt mit ihrem Lärm ist ausgeschlossen. Mein eigener, ganz privater Cocon mit Reißverschluss. Denn so sehr ich die Ruhe und Abgeschiedenheit schätze, brauche ich auch Leben und Menschen um mich herum. Mit Schwung setze ich mich auf, greife nach meinem Bademantel, schlüpfe hinein und ziehe den Gürtel fest um meine Taille. Im diffusen Licht des düsteren Nachmittages gehe ich in die Küche, um mir einen Tee aufzubrühen. Ein Blick zur Uhr bestätigt mir, dass ich mich langsam fertig machen sollte. Mein Magen knurrt. Ich esse eine Banane, das muss erst mal reichen. Heute Abend beim Essen würde ich es mir gut gehen lassen. Als Vorspeise ein Salat und danach vielleicht Fisch. Zügig bin ich zurück im Schlafzimmer und nehme meine Sportkleidung aus dem Schrank. Ich habe mir erst kürzlich diese warme Laufjacke gegönnt und bin sehr zufrieden damit. Zusammen mit Mütze, Schal und Handschuhen stopfe ich sie in meine Sporttasche. Mein Handy beginnt wild zu kreischen, mein Wecker. Ich sollte jetzt los, sonst werde ich in den Feierabendverkehr kommen und das braucht kein Mensch. Im Bad mache ich mich frisch. Ich sehe immer noch müde aus. Da hilft auch kein kaltes Wasser. Die Bewegung an der kalten Luft wird mir gut tun und alle trüben Gedanken aus dem Kopf blasen. Nach einem letzten Blick in den Spiegel und einen großen Schluck Tee verlasse ich die Wohnung und laufe die Stufen zur Haustür nach unten. Der Schnee hat seinen Reiz verloren. Er liegt als schmutziger Brei auf der Straße. Die Autos bewegen sich im Schneckentempo. Ich verdrehe genervt die Augen. Typisch. Kaum schneit es ein wenig, kennen viele Autofahrer nur noch den zweiten Gang. 50 Meter vor unserer Wohnung entfernt steht mein Auto, ein roter Flitzer. Nichts Besonderes, doch mein kleiner Schatz. Steige ein und streichle über das Lenkrad. Mach kein Mist, Baby, und spring an, bitte. Sobald es kalt wird, macht er Mucken. Hoffentlich nicht heute. Nein, er tut mir den Gefallen und springt sofort an. Dafür spendiere ich ihm ein bisschen Benzin. Ich habe noch Zeit, zur Tankstelle zu fahren. Perfekt. Ich schere aus der Parklücke und reihe mich in den träge dahinfließenden Verkehr. Mein Ziel ist der Frankfurter Stadtwald. Ein riesiges Areal mit hohen Bäumen, das im Sommer überbevölkert ist, mir aber im Winter die Möglichkeit bietet, allein zu laufen. Die Wege sind befestigt, oftmals auch beleuchtet, doch das spielt für mich keine Rolle. Ich habe eine Lampe, meine Musik und kenne die Strecke gut. Die Tankstelle ist völlig überfüllt. Auto an Auto reiht sich, als gäbe es nur noch diese eine hier im Viertel. Ich habe keine Lust, so lange zu warten. Deshalb lenke ich zurück auf die Straße und fahre durch ein Frankfurt, das sich heute nicht von seiner schönen Seite zeigt.
Nach 20 Minuten bin ich am Parkplatz angekommen. Kalter Wind zerrt an meinen Haaren, als ich aussteige. Der Gummi reißt und ich habe Mühe, meine Mähne unter die Mütze zu stopfen. Wenn es jetzt zu regnen beginnt, fahre ich wieder zurück. Hoffend starre ich zu den dunklen Wolken, beschließe dann aber zu laufen. Ich stöpsel die Kopfhörer in meine Ohren und schalte meine Playlist an. Die Musik berauscht mich augenblicklich. Im Takt des zuerst langsamen Stücks laufe ich los, am leeren Spielplatz entlang. Traurig warten die verwaisten Schaukeln und rutschen auf den Frühling. Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und Kinder lachen. Ich zähle meine Schritte, lasse meine Arme vor und zurück schwingen, schüttle meine Schultern, ziehe sie beim Einatmen nach oben und lasse sie beim Ausatmen wieder nach unten fallen. Am Waldrand springe ich über Wurzeln, laufe auf dem Weg weiter. Es wird bereits dunkel, die Landschaft verändert sich in der Dämmerung. Die riesigen kahlen Eichen unter diesem düsteren Wolkenhimmel üben einen besonderen Reiz auf mich aus. Nicht zum ersten Mal stelle ich mir vor, durch ein bizarres Märchenland zu laufen. Die Bäume sind verzauberte Menschen, ihre Arme sind in die Luft gestreckt, hilfesuchend. Ich verlängere meine Schritte, durch die Nase einatmen, durch den Mund aus. Sich anpassen, nicht nachdenken. Etwa über die Schmerzen im Beine, die Müdigkeit oder Bilder in meinem Kopf. Ich laufe schneller, stoße den Atem aus, weißer Dunst, der scheinbar existenzlos mit der Dunkelheit verschmilzt. Die Kälte kriecht durch meine Haut, nimmt meinen Körper und mein Denken in Besitz. Ich beschleunige mein Tempo. Die Musik wird lauter. Zu den Streichern gesellt sich der Klang des Pianos. Beim Laufen höre ich immer klassische Musik, die mich beflügelt. Rechts von mir begrüßt mich eine mächtige Buche. Ihr Wurzelwerk scheint sich unter der Last der ausladenden Äste zu krümmen und haltsuchend in die Erde zu krallen. Das verwesende Blattwerk raschelt unter meinen Füßen. Der Geruch ist scharf und schwer. So riecht der Tod und doch entsteht daraus etwas Neues. Der Kreislauf, aus dem es ein Entkommen gibt, dann ist er da. Dieser Moment, den ich ersehne, der mich überhaupt erst dazu bringt, zu laufen, zu rennen. Wie in Zeitlupe löse ich mich von meinem Körper. Meine Beine verrichten weiterhin ihren Dienst. Doch ich bin jetzt nur noch da, um das Glücksgefühl zu spüren. Reine Euphorie. Jede Anstrengung ist verschwunden. Ich erhöhe die Geschwindigkeit weiter. Könnte ich jetzt immer laufen, Kilometer für Kilometer hinter mich bringen. Ich jage dem Geruch von Krankheit davon, den Tränen, Schmerzen, schneller, immer schneller. Eine Gestalt steht in der Mitte des Weges, ein Mann. Instinktiv verlangsame ich meinen Rhythmus. Er trägt eine Jacke, nur ein dunkles Kapuzenshirt. Friert er denn nicht? Plötzlich habe ich ein ungutes Gefühl. Was will der Typ? Er winkt mir zu. Ich versuche mich zu beruhigen. Wahrscheinlich braucht er meine Hilfe. Vielleicht hat er seinen Hund verloren und sein Handy hat keinen Akku mehr. Ich laufe weiter, direkt auf ihn zu, bin schon nahe bei ihm. Er verschmilzt mit der Dunkelheit, doch der Lichtkegel meiner Lampe fängt den Ausdruck seines Gesichts auf. Er grinst, starrt mich an. Er wartet auf mich. Die Erkenntnis rast durch meinen Kopf wie ein Hochgeschwindigkeitszug. Gleichzeitig überfällt mich eine namenlose Angst. Hier stimmt etwas nicht. Was soll ich tun? Vom Weg abbiegen? Und quer durch den Wald zurücklaufen? Ich könnte es schaffen. Es ist nicht so weit bis zu meinem Auto, doch es ist dunkel. Und an dieser Stelle des Waldes stehen die großen Eichen und ich würde sicherlich in der Dunkelheit über ihre Wurzeln fallen und mir ein Bein brechen. Trotz der Angst, die in mir wütet, beschließe ich, an ihm vorbeizurennen, so schnell ich kann. Jetzt bin ich auf seiner Höhe, beschleunige mein Tempo. Flüchten, schreien meine Gedanken. Das Adrenalin pumpt durch meinen Körper, gibt mir Kraft. Der Typ greift nach mir, ich weiche aus und renne, schneller. Mein Herz trommelt an die Rippen, doch ich habe noch Kraft. Ich schaffe es, muss es schaffen. Niemals wieder werde ich bei Dunkelheit hier laufen. Nie wieder. Lieber Gott, bitte lass es mich schaffen, bitte. Ich verspreche dir auch. Ich drehe mich um, gehe damit das Risiko ein, langsamer zu werden. Doch der Gedanke an diese Gestalt, die mich jagt, drängt mich dazu. Ich muss wissen, ob ich verfolgt werde. Sein Schemen steht an der gleichen Stelle. Ich bin sicher, er folgt mir nicht. Erleichterung steigt in mir auf, ich habe es geschafft. Meine Panik war unbegründet. Glücklich wende ich mich nach vorn und laufe etwas langsamer. Da sehe ich aus den Augenwinkeln etwas seitlich auf mich zustürmen. Bevor ich darauf reagieren kann, stürze ich, knalle in vollem Schwung auf den Boden. Der Aufprall schleudert mich über den Waldweg. Ich falle auf mein Handgelenk und schreie. Der Schmerz ist heftig. Ich bin verletzt, habe mir sicherlich die Hand gebrochen. Etwas Klebriges rinnt über mein Gesicht, in meinen Mund. Ich schmecke Blut. Aufstehen, denke ich verzweifelt. Ich muss aufstehen und weglaufen. Doch ich kann nicht. Was ist passiert? Neben mir sehe ich klobige Stiefel und weiß, dass ich verloren habe. Zwei Männer, sie lachen. Ich weine. Meine Angst ist unaussprechlich.
Nimm mir den Atem, ich flehe, obwohl ich es nicht möchte. Tu mir nichts, bitte, tu mir nicht weh. Lachen ist die Antwort und dann spüre ich eine Hand auf meinem Mund. Sie riecht nach Zigarettenqualm. Ich will sie abschütteln, doch der Druck wird stärker. Zwei Finger pressen sich auf meine Nasenflügel. Ich bekomme keine Luft mehr. Sie werden mich töten. Ich werde sterben. Leise, Schätzchen, zischt eine Stimme. Wir wollen doch nicht, dass dich jemand quieken. Schätzchen? Das sagte Frau Rose zu mir. Schätzchen. Hände packen mich, zerren meinen vor Angst erstarrten Körper den Waldweg entlang. Die Schmerzen rauben mir fast die Besinnung und sämtliche Kraft. An der Seite des Weges sehe ich ein Auto, groß, weiß, ein Lieferwagen. Die beiden Männer schleifen mich dorthin. Das darfst du nicht zulassen. Sie dürfen dich nicht ins Auto bekommen. Ich wehre mich, schreie Hilfe. Dann muss ich husten. Etwas brennt in meine Lunge. Ich habe mein Blut eingeatmet. Kämpfe. Trotz meiner Schmerzen, der lähmenden Angst schreie ich, wehre mich gegen meine Peiniger. Der Schlag auf meinen Kopf ist heftig. Ich falle, liege flach auf dem Boden. Mir ist schlecht und alles dreht sich. Da ist der Kerl mit dem Kapuzenpulli. Er beugt sich über mich. Wäre ich doch nur durch den Wald gelaufen. Bleib bloß ruhig, sonst kannst du was erleben. Er stellt einen Fuß auf meinen Rücken. Ich spüre die Erde, die Blätter und Wurzeln unter mir. Könnte ich doch nur in den Boden versinken, mich auflösen wie das tote Laub und ebenso verschwinden. Sie werden mir wehtun, mich töten. Was ist dann mit Paul? Der Gedanke an meinen Mann lässt mich wimmern. Seine Augen, ich möchte mir sein Gesicht ins Gedächtnis rufen, seinen Geruch, seine Stimme. Vielleicht wird es dann nicht so schlimm, doch ich kann es nicht. Sein Gesicht ist leer, das Nichts, ein Geist. Ich habe ihn verloren. Mit einem Ruck werde ich nach oben gezogen und auf die Ladefläche des Lieferwagens geworfen. Wieder zuckt die Qual wie ein Peitschenhieb durch meinen Körper, aber ich bin erleichtert. Es hat nicht mehr so weh getan. Dann sind die Kerle neben mir. Ich kann ihre Fratzen nicht erkennen. Immer noch läuft Blut in meine Augen und nimmt mir die Sicht. Wieder senkt sich diese stinkende Hand auf meine Nase. Meinen Mund nimmt mir die Luft, zwingt mich liegen zu bleiben. Einer der beiden zerrt mir die Hose von den Hüften. Meine Schuhe sind kein Hindernis für ihn. Ich zittere vor Kälte und Schock. Gleich wird dir heiß, das verspreche ich dir. Lachend dringt zu mir, in dem Hass und Genugtuung mitschwingt. Kälte. Sie ergreift von mir Besitz, lähmt mich. Einer der Männer hat ein Messer gezückt, schneidet mir Jacke und Pulli vom Körper. Ich spüre die Schnitte. Blut fließt über meine nackten Brüsten. Packt auseinandergezogen. Ich trete zu, einmal, zweimal. Kapuzenpulli packt meine Arme und zieht sie nach hinten. Halt schön still. Dann tut's nicht weh. Der Druck auf mein verletztes Handgelenk lässt mich laut schreien. Noch nie in meinem Leben hat mein Körper solche Schmerzen aushalten müssen. Eine Welle der Übelkeit spürt mich zurück an die Oberfläche meines Bewusstseins. Jemand kniet zwischen meinen Beinen, drückt sie mit Gewalt auseinander und stößt in mich. Ich werde erniedrigt, bespuckt und missbraucht, als wäre ich kein Mensch, sondern nur ein Ding. Die Männer starren sich gegenseitig an, lachen und gröhlen. Ich werde mit dem Messer verletzt, geschnitten und immer wieder spüre ich das Brennen der Klinge. Plötzlich bin ich frei. Der Druck auf meine Arme ist verschwunden und ich denke schon, wie schön das Leben ohne Schmerzen ist. Da legt sich der andere auf mich, brüllt und schlägt mir ins Gesicht, dringt in mich ein, penetriert meinen Körper und meine Seele. Immer wieder trifft seine Faust mein Gesicht. Ich höre die Nase brechen, mein Kopf schlägt hart auf den Boden, wird hin und her geschleudert. Ach, da ist kein Schmerz, nur noch Gleichgültigkeit. Mein Körper ist eine leere, geschundene Hülle. Ich werde sterben. Wie eine Puppe werde ich herumgeworfen, verdreht und passend gemacht. Ich bin noch da, irgendwo. Tief vergraben, um bereit zu gehen. Begierig, diesen Körper zu verlassen, der für immer ein anderer sein wird. Die Schmerzen kommen zurück, dumpf, doch erträglich für mein vergrabenes Ich. Für meinen Körper allerdings verheerend. Dort, wo ich bin, gibt es keine Zeit. Sie spielt keine Rolle. Ich sehe Kapuzenpulli in die Augen. Er beschimpft mich, hält mich fest und drückt die Klinge auf mein Gesicht, schneidet wieder und wieder meine Haut. Ich wehre mich nicht mehr, bin kaum noch hier, aber spüre es genau. Irgendwann liege ich allein auf dem Boden, kann mich nicht bewegen und frage mich, ob ich schon tot bin. Doch dann kommen die Schmerzen, greifen nach mir, beherrschen meinen Körper. Ich friere, es ist kalt. Meine Finger tasten über den Boden, ich liege auf der nackten Erde, bin nicht mehr in diesem Lieferwagen. Langsam öffne ich meine Augen, um mich herum ist es dunkel. Lebe ich noch? Allmählich kann ich etwas erkennen. Ich liege im Wald. Ich werde niemanden finden. Ich werde erfrieren. Und das ist mir egal. Kraftlos schließe ich die Augen. Lautes Bellen reißt mich aus der Schwärze meiner Bewusstlosigkeit. Ich öffne die Augen, sage etwas, das ich mir wahrscheinlich nur einbilde.
Guter Hund, bleib bei mir, lass mich nicht allein. Ich bin allein, noch nicht tot, aber fast. Dann ist da plötzlich ein Schrei, der in meinem Kopf wütet wie ein Orkan. Was bedeutet das? Ich bin so müde, ich muss schlafen. Paul, wartest du auf mich?